Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Infovideo von mir für euch. Heute klein, aber fein. Und zwar geht es um folgendes Thema, die Online-Battles. Warum gestern und heute kein Online-Battle kommt und wahrscheinlich die nächsten Tage auch nicht, ist ein ganz simples Problem. Ich versuche Online-Schlachten zu schlagen und finde immer Gegner, die gerade erst angefangen haben mit dem Multiplayer, und da ist natürlich der Unterschied auch zu stark irgendwie. Letzte Zeit sind Clan-Leute irgendwie fast gar nicht online. Und gute Schlachten sind halt demzufolge sehr, 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 sehr rar. Und ich finde überhaupt gar keine schönen Schlachten mehr und möchte auch nicht euch irgendeine x-beliebige Schlacht vorsetzen, worauf ihr dann keinen Bock habt, weil die einfach nur Kacke ist oder sowas. Und aus dem Grund werde ich die erstmal die Woche pausieren und schauen, hoffentlich nochmal Leute ranzukriegen, mit denen ich ein paar schöne Schlachten schlagen kann. Vielleicht hat der Hannibal Zeit oder sowas, oder auch ein paar andere Leute, die ich kenne. Denn ich möchte euch, wie gesagt, nicht irgendwelche x-beliebigen Schlachten vorsetzen. Denn ich habe ja auch in meinem Feedback gesehen, ihr wollt bessere Gegner haben. Und deswegen sage ich mal, pausiere ich jetzt mal die Woche die Videos, die Online-Battles. Und dafür hoffe ich mal, dass ich bis nächste Woche ein paar schöne Gegner finde und gegen die ein paar Schlachten schlagen kann. Und dann hoffentlich auch ein paar schönere Schlachten für euch habe. In dem Sinne, Leute, ach ja, eins noch. Das fällt mir gerade ein. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich seit kurzem immer mehr Thumbnails geändert habe von den Videos. Und selbst Videos, die schon älter sind, haben neue Thumbnails bekommen. Hat eigentlich einen simplen Grund. Und zwar aus rechtlichen Sachen wollte ich mich nur absichern, dass ich da dann keine Probleme mehr bekomme. Und habe deswegen die Thumbnails neu gemacht. Noch dazu auch für alle eigentlich, die relativ neu sind. Relativ ein Jahr alt sind die Videos auch teilweise, die ich noch bearbeitet habe. Aber gut. Und ich möchte auch ein neues YouTube-Design anstreben, was bei mir halt einen höheren Wiedererkennungswert hat. Deswegen kommen jetzt auch gerade neue Thumbnails für alles und kommt auch bald ein neuer Hintergrund. Also wundert euch nicht, aber das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Online-Battles hoffe ich, dass ich die nächste Woche wieder machen kann, ein paar schönere Schlachten. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit Online-Battles. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.